Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Völkerrechtsvorlesung heute, meine Damen und Herren. Wir steigen noch mal ein in das, was wir ja vor 2 Wochen zuletzt besprochen hatten, nämlich die Grundlagen, Rechtsquellen des Völkerrechts. Hier sehen Sie noch mal das Tableau. Unsere Norm, an der wir uns aufhängen, ist der Artikel 38 des IGH-Statuts, der 3 völkerrechtliche Rechtsquellen nennt: den völkerrechtlichen Vertrag, das Völkergewohnheitsrecht und die allgemeinen Rechtsgrundsätze. Von der Bedeutung ist insbesondere der völkerrechtliche Vertrag von enormer Wichtigkeit, auch immer wichtiger geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es wird immer mehr kodifiziert. Die Verträge werden bei den Vereinten Nationen hinterlegt. Also man hat da einen sehr schönen Überblick. Man findet auch alle Verträge online übrigens, wenn man sie sucht. Die Vereinten Nationen haben da ein tolles Archiv und man sieht, die Kodifikation des Völkerrechts schreitet voran. Also auch die Kodifikation von Völkergewohnheitsrecht schreitet voran, was sehr zu begrüßen ist, weil man eben damit sozusagen einen schriftlichen Nachweis für das hat, was wirklich der rechtliche Maßstab ist. Die Völkerrechtsordnung wird komplexer, differenzierter und insofern entsteht auch ein größeres Bedürfnis nach schriftlich fixierten vertraglichen Rechten und Pflichten. Wir wollen uns heute weiter beschäftigen, deswegen mit diesem völkerrechtlichen Vertrag. Nochmal ganz kurz, aber zur Einordnung des Artikel 38 des IGH-Statuts, meine Damen und Herren, ganz wichtig: der Artikel 38 bestimmt ausdrücklich das Recht, das der IGH anwendet in seinen Judikaten. Aber der Artikel 30 reflektiert Völkergewohnheitsrecht, also diese 3 Rechtsquellen, die wir aus dem 38 ablesen, die sind unabhängig von ihrer Regelung im 38 die für das Völkerrecht maßgeblichen Rechtsquellen. Also Artikel 38 IGH-Statut reflektiert selbst ohnehin geltendes Völkergewohnheitsrecht. Ja, er statuiert diese Rechtsquellen als solche nicht, sondern er ist, wenn Sie so wollen, deklaratorisch, denn natürlich verwendet der Internationale Gerichtshof die etablierten, gängigen, anerkannten völkergewohnheitsrechtlichen Rechtsquellen. Aber es ist eben die Norm, sozusagen, die man heranziehen kann zum Nachweis dessen, was eben völkerrechtlich anerkannt ist. Wir wollen uns heute weiter beschäftigen mit dem völkerrechtlichen Vertrag. Wir hatten schon damit begonnen. Ups, jetzt habe ich irgendwie eine Seite übersprungen, glaube ich, aber es ist nicht so schlimm. Wir hatten uns angeguckt, dass völkerrechtliche Verträge in der Wiener Vertragsrechtskonvention geregelt sind. Die Definition des Artikel 2 Absatz 1 der WVK regelt: der völkerrechtliche Vertrag ist ein zwischen 2 oder mehreren Staaten, bi- und multilaterale Verträge, geschlossener schriftlicher Vertrag oder eine schriftliche Übereinkunft, wichtig, muss schriftlich sein, die dem Völkerrecht unterliegt. Aber auch andere Rechtssubjekte können natürlich Verträge schließen, also nicht nur die Staaten, sondern natürlich auch internationale Organisationen. Und die Begrifflichkeiten sind sehr unterschiedlich. Konvention, Satzung, Charta der Vereinten Nationen. Sie haben hier einen bunten Strauß, wie völkerrechtliche Verträge benannt werden. Wir hatten 3 Spezialfälle kennengelernt von völkerrechtlichen Verträgen. Den Pactum de Contrahendo, also den Vertrag mit der Verpflichtung, einen Vertrag abzuschließen. So eine Art Vorvertrag hatten wir gesehen. Den Pactum de Negociando, also etwas weniger die Verpflichtung vertraglich zu Verhandlungen, also damit verpflichtet man sich zumindest Verhandlungen zu führen. Gentlemen Agreements sind politisch zwar bedeutsam, aber keine echten völkerrechtlichen Verträge. Sehen Sie schon daran, dass diese häufig nicht schriftlich abgeschlossen werden. Also der völkerrechtliche Vertrag bedarf wirklich der Schriftform. Wir hatten uns dann das Zustandekommen von völkerrechtlichen Verträgen angeguckt, hatten gesehen, wir brauchen jemanden, der vertretungsberechtigt ist, ist geregelt in Artikel 7 der WVK. Die WVK, nochmal ganz generell, ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Sie ist aber zugleich auch Völkergewohnheitsrecht. Also alles, was in der WVK geregelt ist,
gilt auch völkergewohnheitsrechtlich. Also selbst Staaten, die die WVK nicht unterzeichnet haben, sind über deren völkergewohnheitsrechtliche Geltung an die Regelungen dort gebunden. Wenn Sie den 7 prüfen, nochmal zur Erinnerung, dann prüfen Sie zunächst mal, ob der 7 Absatz 1a oder der Absatz 2 einschlägig ist, also ob entweder eine entsprechende Vollmacht vorgelegt wird, also Vollmacht zum Vertragsschluss, oder ob die Vollmacht Kraft Amtes vorliegt, also bei Staatsoberhäuptern natürlich, bei Regierungschefs, Außenminister, die haben Vollmacht Kraft Amtes nach Absatz 2. Wenn weder 1a noch Absatz 2 einschlägig ist, dann kommen Sie zur Möglichkeit der Anscheinsvollmacht nach Artikel 7 Absatz 1b WVK und können auch hier zu einer wirksamen Vertretung gelangen. Wir hatten uns dann das Abschlussverfahren angeguckt, wollen wir nicht im Detail nochmal wiederholen, aber nochmal ganz kurz im Überblick. Also Verhandlungen werden natürlich geführt, auch oft über einen sehr langen Zeitraum. Im besten Fall kommt dann wirklich ein Text heraus, der paraffiert wird. Also die Vertreter schreiben ihre Anfangsbuchstaben darunter. Und je nach Ausgestaltung des innerstaatlichen Rechts brauchen sie dann ein innerstaatliches Verfahren. In Deutschland ist das zumindest bei hochpolitischen Verträgen die Zustimmung des Bundestages, die hier erforderlich ist. Und wenn dieses innerstaatliche Verfahren stattgefunden hat, dann wird der Vertrag, dann wird der Vertrag als solcher ratifiziert. Ganz kurz nochmal, meine Damen und Herren, was bedeutet Ratifikation im Völkerrecht? Also was heißt das, wenn hier steht Phase 5, der Vertrag wird nach Zustimmung, gemeint ist die innerstaatliche Zustimmung des Parlaments beispielsweise, ratifiziert. Was heißt das? Was versteht man unter völkerrechtlicher Ratifikation? Weiß das jemand? Vielleicht aus dem Staatsrecht 3. Also, wenn der Vertrag das Verfahren innerstaatlich durchlaufen hat, dann muss er sozusagen noch nach außen wirksam gemacht werden. Und das heißt, es gibt eine förmliche Zustimmungserklärung, also beispielsweise das Staatsoberhaupt, das Vollmachtkraft Amtes besitzt, hat die Möglichkeit, eine solche förmliche Zustimmung zu erklären, die Zustimmung, dass sich die Bundesrepublik Deutschland jetzt an diesen Vertrag gebunden fühlt. Das sehr schön. Wird hier auch im Chat gesagt, die Zustimmung durch den Bundespräsidenten, völlig richtig. Ja. Also die Erklärung nach außen von einem Vertretungsberechtigten, dass sich die Bundesrepublik Deutschland jetzt, nachdem sie innerstaatlich das Verfahren abgeschlossen hat, beispielsweise durch Zustimmung des Parlaments, wenn diese erforderlich ist, dass sich anschließend die Bundesrepublik Deutschland an diesen Vertrag im Außenverhältnis gebunden fühlt. Dafür ist zuständig grundsätzlich der Bundespräsident. Warum, meine Damen und Herren? Jetzt sind wir nicht im Völkerrecht, sondern im innerstaatlichen Recht. Ganz kurzer Ausflug beim Recht der Verträge ins Staatsrecht 3. Das Völkervertragsrecht hat ja zwei Dimensionen. Zum einen diesen völkerrechtlichen Prozess und zum anderen diesen innerstaatlichen Prozess, den ich noch mal ganz kurz schlaglichtartig hier mit Ihnen beleuchten will. Wieso wird diese Ratifikation, diese förmliche Zustimmungserklärung des Staatsoberhauptes bei uns durch den Bundespräsidenten abgegeben? Ich gucke mal gerade in den Chat. Ja, sehr schön, ganz genau. 59 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, also der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich und Satz 2, der hier auch richtig mitzitiert wurde, er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Also der Bundespräsident ist die völkerrechtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland nach außen völlig richtig. Weitere an der Außenpolitik Beteiligte sind natürlich der Deutsche Bundestag. Wenn Sie in Absatz 2 des Artikel 59 Grundgesetz hineingucken, Verträge,
welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Satz 2. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend. Also Sie haben Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes regeln, die sogenannten hochpolitischen Verträge. Also klassisches Beispiel, die Zustimmungsverträge zur Europäischen Union. Das sind natürlich hochpolitische Verträge mit wichtigen politischen Auswirkungen. Bloße Verwaltungsabkommen nach Satz 2, die bedürfen nicht der Zustimmung des Bundestages, sondern nur die sogenannten hochpolitischen Verträge. Interessant, meine Damen und Herren, im Artikel 59 wird der Hauptakteur der Außenpolitik nicht genannt, nämlich wer? Meine Damen und Herren, wer gestaltet eigentlich die deutsche Außenpolitik? Sie dürfen auch gerne Ihr Mikro übrigens anmachen und was sagen oder über den Chat, wie Sie das wollen. Also wir haben jetzt den Bundespräsidenten, der vertritt den Bund nach außen und schließt die völkerrechtlichen Verträge nach außen. Wir haben den Deutschen Bundestag, das Parlament, das völkerrechtlichen Verträgen, wenn sie hochpolitisch sind, zustimmt. Aber wer gestaltet eigentlich die Außenpolitik in Deutschland? Wer macht das denn im Wesentlichen? Wer gibt denn die Leitlinien für die deutsche Außenpolitik vor? Ja, Herr Seiler. Naja, in ganz wesentlichem Maße eigentlich der Bundeskanzler eben zusammen mit dem Außenminister oder der Außenministerin. Sehr schön, ja, ganz genau, ne? Völlig richtig. Ich gucke gerade nochmal in den Chat. Ganz genau, ja, Außenminister, Außenministerin, ganz genau. Bundeskanzler bestimmt die Grundsätze der Politik, also die Exekutive. Die Bundesregierung, ja. Also die Bundesregierung, sprich der Bundeskanzler, der die Leitlinienkompetenz hat und natürlich die Bundesminister, insbesondere natürlich Außenminister bzw. Außenministerin. Ja. Ganz interessant, der 59 ist insofern eine interessante Regelung, als die Bundesregierung nicht drin vorkommt, obwohl sie eigentlich die politisch maßgebliche Handelnde ist, außenpolitisch gesehen, lässt sich nur so erklären, meine Damen und Herren, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes das für so selbstverständlich ansahen, ja, dass die Außenpolitik natürlich durch die Bundesregierung gestaltet wird, dass sie es in den 59 gar nicht reingeschrieben haben. Ja. Deswegen ist da nur der Bundespräsident erwähnt und die Parlamente mit ihrer Zustimmungsbefugnis. Aber ganz wichtig natürlich, also Außenpolitik ist eine Kernkompetenz der Exekutive. Ja, also die Bundesregierung bestimmt die Außenpolitik. Mittlerweile hat sich in Deutschland ein System, kann man sagen, der Mitgestaltung etabliert, insbesondere durch die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts, beispielsweise was den Einsatz der Bundeswehr im Ausland angeht, wo das Bundesverfassungsgericht immer schon gesagt hat, hier gilt ein Parlamentsvorbehalt. Also Bundeswehreinsatz im Ausland ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages hat das Bundesverfassungsgericht nie zugelassen, sondern hat gesagt, bei so wesentlichen Entscheidungen muss die Bundesregierung den Bundestag um Zustimmung bitten. Wenn er sie nicht erteilt, muss im Notfall die Bundeswehr zurückgeholt werden. Also dieser Parlamentsvorbehalt, der gilt, den hat das Bundesverfassungsgericht auf die Außenpolitik erstreckt. Das führt dazu, dass in immer mehr wesentlichen Entscheidungen, es gab auch später wichtige Entscheidungen zum ESM, zum Europäischen Stabilitätsmechanismus beispielsweise, auch da wurden die parlamentarischen Rechte gestärkt. Also das Bundesverfassungsgericht hat dafür gesorgt, dass die Bedeutung des Parlaments auch in außenpolitischen Fragen enorm gestiegen ist. Trotzdem bleibt natürlich die Außenpolitik Kernkompetenz der Exekutive, aber das Parlament ist bei wichtigen Entscheidungen als der demokratische Souverän eben mit einzubeziehen. Gut, so viel, meine Damen und Herren, kurzer Schlenker zum innerstaatlichen Verfahren in Deutschland. Andere Länder haben natürlich andere Regelungen, wobei das, was ich gerade umschrieben habe, in anderen Staaten, die rechtsstaatlich und demokratisch
organisiert sind, oft ähnlich abläuft im Hinblick auf das Staatsoberhaupt als Vertretung nach außen und auf die Teilung der außenpolitischen Kompetenz zwischen Regierung und Parlament. Also das ist in sozusagen die klassische Ausgestaltung in Rechtsstaaten und Demokratie. Okay, so viel hatten wir uns angeguckt, meine Damen und Herren. Wir gehen weiter mit dem völkerrechtlichen Vertrag. Also er wurde ratifiziert und jetzt stellt sich die Frage, wann tritt dieser Vertrag in Kraft? Wann gilt er? Die einzelnen Mitglieder des Vertrages haben ihre innerstaatlichen Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt. Die Ratifikationsurkunden liegen zumindest teilweise vor. Und jetzt stellt sich die Frage, wann tritt dieser Vertrag überhaupt in Kraft? Wann erhält er Geltung? Da muss man unterscheiden zwischen den bilateralen Verträgen und den multilateralen Verträgen. Für bilaterale Verträge haben sie häufig ein festgelegtes Datum, dass sich beide Parteien darauf einigen, dieser Vertrag tritt zum so und so vielten in Kraft, haben sie sehr häufig. Sie haben auch die Möglichkeit, einfach durch Austausch oder Hinterlegung der Vertragsurkunden oder durch Notifikation, die ihnen das Inkrafttreten zu regeln, da sind die Parteien frei. Bei multilateralen Verträgen ist es oft etwas komplizierter. Man hat die Möglichkeit, so der Artikel 24 Absatz 2 der WVK, dass man sagt, erst nach Zustimmung aller Vertragsparteien tritt das Ganze in Kraft. Das ist natürlich sozusagen aus Souveränitätsgesichtspunkten sinnvoll. Das ist auch die Grundregel, die der Artikel 24 Absatz 2 der WVK bestimmt. Das ist Ausdruck von Völkergewohnheitsrecht. Ich lese Ihnen den mal kurz vor. In Ermangelung einer solchen Bestimmung, also wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, soll das heißen, oder Vereinbarung, tritt ein Vertrag in Kraft, sobald die Zustimmung aller Vertragsverhandlungsstaaten vorliegt, durch den Vertrag gebunden zu sein. Also wenn alle Vertragsparteien ratifiziert haben, dann tritt der Vertrag grundsätzlich in Kraft. Die Parteien können aber aus ihrer freien Souveränität heraus auch anderes regeln. Man kann zum Beispiel bestimmen, dass eine gewisse Anzahl an Ratifikationsurkunden hinterlegt sein muss. Das sieht der Artikel 84 der WVK auch als Möglichkeit vor. Also, dass man sagt, wenn so und so viele Mitgliedstaaten ratifiziert haben, soll der Vertrag in Kraft treten. So eine Regelung haben Sie im 84 für die WVK. Dieses Übereinkommen, also die Wiener Vertragsrechtskonvention, tritt am 30. Tag nach Hinterlegung der 35. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. Also das können Sie auch regeln. Also die Parteien sind da völlig frei. Häufig ist es so, dass man ein bestimmtes, gerade bei sehr großen Verträgen, dass ein bestimmtes Quorum an Ratifikationen erforderlich gemacht wird, aber dass man häufig nicht wartet, bis alle Parteien ratifiziert haben. Artikel 80 regelt die Registrierung beim UN-Generalsekretär. Verträge werden nach ihrem Inkrafttreten dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur Registrierung bzw. Aufnahme in die Akten, Filing and Recording und zur Veröffentlichung übermittelt. Das führt zu der wunderbaren Datenbank der Vereinten Nationen, wo man alle völkerrechtlichen Verträge findet. Ein wirklich toller Fundus, den man auch online sehr gut zugänglich eben jetzt nutzen kann. Wenn ein völkerrechtlicher Vertrag in Kraft getreten ist und wenn er Geltung erlangt, dann gilt er grundsätzlich seinem vollen Inhalt nach. Also alles, was dort geregelt ist, gilt für sämtliche Vertragsparteien. Es sei denn, eine oder mehrere Vertragsparteien haben einen sogenannten Vorbehalt angebracht. Vorbehalte zu einzelnen Vertragsbestimmungen sind grundsätzlich immer möglich. Artikel 19 fortfolgende der WVK regelt ein ganzes Regime an
Möglichkeiten zur Anbringung von Vorbehalten. Schlagen Sie den mal auf, Artikel 19 ist der zweite Abschnitt zu den Vorbehalten. Enthält hier ganz differenzierte Regelungen. Vorbehalte sind grundsätzlich immer zulässig, auch immer möglich. Warum? Warum will man sozusagen den Parteien die Möglichkeit geben, einen Vorbehalt anzubringen? Man könnte ja sagen, im Hinblick auf das gemeinsame Vertragsziel ist so ein Vorbehalt ja eher abträglich. Aber was, meine Damen und Herren, ist vielleicht der Sinn, dass man sagt, die Parteien haben die Möglichkeit, zu einzelnen Vorschriften einen Vorbehalt anzubringen. Also was will man damit bezwecken mit dem 19 fortfolgende? Hat jemand eine Idee, was Sinn und Zweck dieser Vorbehaltsregelung sein könnte? Ah, ich gucke mal in den Chat. Ja, sehr schön. Hier wird gesagt, der Vertragsschluss wird vereinfacht. Genau. Ich hatte Ihnen gesagt, es ist völlig richtig, ich hatte Ihnen gesagt, es ist relativ schwierig und komplex, gerade beim großen multilateralen Verträgen, die Parteien überhaupt an einen Tisch zu bekommen und überhaupt einen völkerrechtlichen Vertrag ins Gelingen zu bringen. Das heißt, wenn man den Parteien die Möglichkeit bietet, zu einzelnen Bestimmungen, mit denen sie vielleicht nicht konform gehen, auch wegen ihres innerstaatlichen Rechts beispielsweise, einen Vorbehalt, ein Opt-out zu machen, dann ermöglicht man ihnen den Zutritt zum Rest des Vertrages. Also man öffnet sozusagen den Vertrag weiter. Der Nachteil ist natürlich, dass man eben dann diese eine Bestimmung, dass sie eben weniger Wirkung entfaltet, also einen weniger großen Wirkungskreis durch diesen Vorbehalt. Aber es erweitert eben die Möglichkeit der Teilnahme, dass ein Staat sagt, grundsätzlich sind wir mit 95% dieses Vertrages einverstanden, aber eben mit 5% nicht. Und das heißt, wir machen für diese 5% ein Opt-out, sind aber beim Rest noch dabei. Guck nochmal in den Chat. Richtig, hier wird nochmal richtig darauf hingewiesen, es treffen unterschiedliche Rechtssysteme aufeinander bei völkerrechtlichen Verträgen. Ganz richtig. Und hier kann eben auch das innerstaatliche Recht eines Staates, es ist nicht immer alles politische Willkür, sondern es kann das innerstaatliche Recht eines Staates eben auch bestimmte Vorgaben enthalten, die es einem Staat nicht ermöglichen, jede Klausel eines völkerrechtlichen Vertrages mitzutragen. Ja, insofern völlig richtig der Hinweis, vielen Dank, dass man sagen muss, diese unterschiedlichen Rechtssysteme, die hier in den Staaten vorhanden sind, die machen eben die Konsensfindung einfach schwierig und die Möglichkeit des Vorbehaltes schafft hier einzelnen Staaten eben die Möglichkeit, dabei zu sein, ohne beispielsweise die innerstaatliche Rechtsordnung grundlegend umgestalten zu müssen. Es gibt, darauf will ich Sie nur kurz hinweisen, meine Damen und Herren, Vorbehalte, die unzulässig sind. Artikel 19 regelt, dass grundsätzlich Vorbehalte möglich sind, aber ein Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines Vertrages oder beim Beitritt einen Vorbehalt anbringen, sofern nicht a. der Vertrag den Vorbehalt verbietet, ist klar, b. der Vertrag vorsieht, dass nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen, ist auch klar und wichtig, Buchstabe c. in den unter Litera A oder B nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit Ziel und Zweck des Vertrages unvereinbar ist. Also was nicht geht, ist ein Vorbehalt, der sozusagen den Zweck, den Kern des Vertrages insgesamt aushöhlen würde. Also stellen Sie sich vor, ein Staat würde beim Beitritt zur Europäischen Union grundlegend einen Vorbehalt gegen den gemeinsamen Markt einbringen, ja, fiktives Beispiel. Das wäre nicht möglich, weil das ist sozusagen Kernanliegen des gemeinsamen Vertrages. Damit wäre man sozusagen eigentlich nur noch formal dabei, aber das gemeinsame Kernanliegen würde man nicht mehr mittragen. Und in einem solchen Fall ist der Vorbehalt natürlich nicht möglich. Ja, also die Kernanliegen eines Vertrages, die ja auch häufig ganz am Anfang von Verträgen im Zweck
des Vertrages niedergelegt werden. Die müssen mitgetragen werden. Ansonsten wäre die Mitgliedschaft sozusagen reine Förmelei. Also die Möglichkeit eröffnet der Vorbehalt nicht, sozusagen im bloßer formaler Beitritt ohne inhaltlichen Beitrag, ohne echte Übernahme von Rechten und Pflichten, die sich aus dem Vertrag ergeben. Dieses Tor will der Vorbehalt nicht aufstoßen. Ja, er möchte wirklich nur für punktuelle einzelne Regelungen hier die Möglichkeit eröffnen, dass die Staaten mit an Bord bleiben. Okay, so viel vielleicht kurz zu den Vorbehalten. Wichtig noch, meine Damen und Herren, darauf will ich Sie nur kurz hinweisen, Artikel 21 regelt die Rechtswirkungen von Vorbehalten und Artikel 23 regelt das Verfahren bei Vorbehalten. Wichtig, diese Vorbehalte bedürfen der Schriftform. Ein Vorbehalt, die ausdrückliche Annahme eines Vorbehaltes und der Einspruch gegen einen Vorbehalt bedürfen der Schriftform und sind den Vertragsstaaten sowie sonstigen Staaten mitzuteilen, die Vertragsparteien zu werden berechtigt sind. Also muss schriftlich mitgeteilt werden, Stichwort Transparenz. Also der Vertrag muss schriftlich niedergelegt werden. Das heißt, auch der Vorbehalt zu einzelnen Bestimmungen muss ebenfalls schriftlich niedergelegt werden. Sie finden das, wenn Sie völkerrechtliche Verträge angucken, im System der Vereinten Nationen, beim Generalsekretär, dann finden Sie auch Vorbehalt von Nicaragua zu einzelnen Punkten aus dem Vertrag. Vorbehalt von Deutschland zu einzelnen Punkten aus dem Vertrag. Also das wird im Anhang zu einem völkerrechtlichen Vertrag werden auch die Vorbehalte zu einzelnen Punkten des Vertrages aufgeführt. So viel kurzer Ausflug zu den Vorbehalten. Wie sieht es ansonsten mit den Rechtswirkungen des Vertrages aus? Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, Artikel 24, gilt der uralte Grundsatz des Artikel 26, Pacta sunt servanda. Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. Also mit Zeitpunkt des Inkrafttretens gelten die Rechte und Pflichten aus einem völkerrechtlichen Vertrag. Wichtig, im Grundsatz keine Rückwirkung von völkerrechtlichen Verträgen. Artikel 28. In Klammern, Abweichendes können die Parteien natürlich vorsehen. So regelt es auch der 28, sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist, zum Beispiel aus Subsequent Practice, binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei nicht in Bezug auf eine Handlung oder Tatsache, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages vorgenommen wurde oder eingetreten ist. Also grundsätzlich keine Rückwirkung von völkerrechtlichen Verträgen, es sei denn, die Parteien haben was anderes bestimmt. Ja, also freiwillig können die Parteien so ziemlich alles regeln. Wir werden noch sehen, was sie nicht regeln können, aber Rückwirkung kann angeordnet werden, aber im Grundsatz keine Rückwirkung. Was auch gilt, ist der sogenannte Lex Posterior Grundsatz. Das kennen Sie auch aus dem innerstaatlichen Recht, also das spätere Gesetz derogiert das frühere Lex posterior derogat legi priori, also ein früheres Gesetz wird durch ein späteres Gesetz überholt sozusagen. Und diesen Grundsatz finden Sie in Artikel 30 Absatz 3 der WVK. Sind alle Vertragsparteien eines früheren Vertrages zugleich Vertragsparteien eines späteren, ohne dass der frühere Vertrag beendet oder suspendiert worden ist, so findet der frühere Vertrag nur insoweit Anwendung, als er mit dem späteren Vertrag vereinbart ist. Also neues Recht ersetzt altes Recht. Ja. Das ist der Lex posterior Grundsatz. Nächste wichtige Norm, und wir hatten über diese Norm schon gesprochen, Sie erinnern sich vielleicht noch, der Artikel 27. Ganz wichtiger, vielleicht einer der wichtigsten Artikel, außer Pacta sunt servanda natürlich, für die Frage der Rechtswirkung von völkerrechtlichen Verträgen. Die Frage, wie steht es mit der Wirkung, der Einwirkung von innerstaatlichem Recht auf völkerrechtliche Verträge?
Und hier für dieses Verhältnis von innerstaatlichem Recht und Völkervertragsrecht ist der Artikel 47 in Verbindung mit 46. Beide Normen müssen immer zusammengelesen werden. Das sind die maßgeblichen Normen für das Verhältnis innerstaatliches Recht zu völkerrechtlichen Verträgen. Artikel 27, eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrages zu rechtfertigen. Diese Bestimmung lässt Artikel 46 unberührt. Also Grundsatz, eine Vertragspartei kann nicht geltend machen, dass ihr innerstaatliches Recht ihr die Befolgung einer völkerrechtlichen Verpflichtung unmöglich macht. Also der Einwand der Unmöglichkeit unter Berufung auf das innerstaatliche Recht ist als solcher nicht gültig. Warum? Stichwort Vertrauensschutz des Vertragspartners. Es kann nicht das Problem des Staates B sein, dass Staat A bestimmte Dinge in seiner möglicherweise hochkomplizierten, komplexen innerstaatlichen Rechtsordnung befolgen muss, die aber gar nicht Gegenstand des Vertrages ausdrücklich sind in irgendeiner Form. Ja, also der Vertragspartner ist nicht verpflichtet, sich in die Details des innerstaatlichen Rechts des anderen Staates einzuarbeiten. Er muss vielmehr darauf vertrauen können, pacta sunt servanda, dass, wenn der andere sagt, ich fühle mich durch den Vertrag gebunden, ich habe ihn ratifiziert, ich akzeptiere die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, dass er sich darauf verlassen kann. Ohne diese Vertrauensbasis, ohne pacta sunt servanda, funktionieren völkerrechtliche Verträge genauso wie innerstaatliche Verträge nicht. Ja. Insofern darf innerstaatliches Recht grundsätzlich nicht als Entschuldigung für die Nichtbefolgung einer Pflicht aus einem völkerrechtlichen Vertrag eingewandt werden. Ausnahme, Artikel 27 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 46. Artikel 46 formuliert erst nochmal die Grundregel und gestaltet dann die Ausnahme näher aus. Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht, jetzt kommt die Ausnahme, die Verletzung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung betraf. Das ist die Ausnahme, also Grundsatz, keine Berufung auf innerstaatliches Recht als Einwand gegen die Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen. Ausnahme, die Verletzung war offenkundig und sie betraf eine Rechtsvorschrift in dem jeweiligen Staat, die von grundlegender Bedeutung war. Erster Punkt, Offenkundigkeit. Da haben wir eine Legaldefinition in Artikel 46 Absatz 2, wann eine solche offenkundige Rechtsverletzung vorliegt. Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat, der sich hierbei im Einklang mit der allgemeinen Übung und nach Treu und Glauben verhält, objektiv erkennbar ist. Also eine offenkundige Rechtsverletzung ist eine solche, bei der der Vertragspartner nicht mehr schutzwürdig ist. Also eine Verletzung, die so eindeutig, so klar eine Rechtsverletzung darstellt, dass der Vertragspartner entweder es wusste oder zumindest grob fahrlässig hätte kennen müssen, dass hier eine Verletzung stattgefunden hat. Also Sie sind hier in dem Bereich Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit. Ja. Es geht um den Vertrauensschutz des Vertragspartners. Also wenn man den Vertragspartner in einer Situation vorwerfen muss, er hat hier gar nicht genau hingeguckt, sondern er ist sehenden Auges quasi oder hat sich sozusagen die Hand auf die Augen gelegt, also ist grob fahrlässig hier in diese Situation hineingeschlittert und ist deswegen nicht schutzwürdig. Diese Verletzung war offenkundig, also für jeden Staat objektiv erkennbar, dass hier eine Rechtsverletzung vorlag, dann ist hier in diesem Fall keine Schutzwürdigkeit des Vertragspartners gegeben. Also Offenkundigkeit und eine
Norm von grundlegender Bedeutung für die innerstaatliche Rechtsordnung. Diese grundlegende Bedeutung für die innerstaatliche Rechtsordnung ist, wenn Sie so wollen, ein unbestimmter Rechtsbegriff, den das Völkerrecht hier aufreißt und der natürlich durch das innerstaatliche Recht konkretisiert werden muss. Also eine Vorschrift, die beispielsweise in der deutschen Rechtsordnung von grundlegender Bedeutung ist, wäre etwa die Zustimmungspflicht zu völkerrechtlichen Verträgen nach Artikel 59 Absatz 2. Also wenn zu einem hochpolitischen völkerrechtlichen Vertrag eine Zustimmung des Bundestages eingeholt wurde, dann ist das ein Verstoß gegen eine fundamentale, grundlegende innerstaatliche Regelung. Frage, ob das offenkundig war, also für den anderen erkennbar, das hängt, meine Damen und Herren, auch vom Vertragspartner ab. Hängt nämlich auch davon ab, beispielsweise, ob Sie mit einem Staat einen Vertrag abgeschlossen haben, der etwa eine Demokratie und ein Rechtsstaat ist. Also wenn die Bundesrepublik Deutschland mit Frankreich einen hochpolitischen Vertrag abschließt und der Außenminister von Deutschland erklärt, also für sowas brauchen wir die Zustimmung des Parlaments nicht, wir unterzeichnen das einfach so, dann muss man sagen, diese Verletzung war für Frankreich, das ja denselben rechtlichen Hintergrund hat wie Deutschland, Demokratie, Rechtsstaat, offenkundig erkennbar. Und dass es sich um eine Norm von fundamentaler, grundlegender Bedeutung handelt, das ist auch klar. Also in dem Fall wäre der Vertragspartner nicht schutzwürdig. Andererseits darf natürlich auch an die Schutzwürdigkeit des Vertragspartners kein zu hoher Maßstab angelegt werden. Also gerade Rechtssysteme, die sehr divergent sind, da darf man nicht zu hohe Maßstäbe anlegen. Also dem Vertragspartner darf auf jeden Fall nicht zugemutet werden, sich wirklich detailliert in die Rechtsordnung von anderen Mitgliedstaaten, von anderen Staaten einzuarbeiten. Gleiches gilt auch bei internationalen Organisationen übrigens, also die Struktur der Europäischen Union etwa, wenn die einen Vertrag abschließt, wenn das intern nicht richtig gelaufen ist oder wenn beispielsweise der falsche Vertreter gehandelt hat, dann ist das grundsätzlich dem Vertragspartner nicht erkennbar. Ja, also die sehr komplexe Struktur der Europäischen Union, die ist ja schon für Insider oft schwer zu verstehen. Also bei sehr komplexen Systemen, da gilt wirklich auch unbedingt der Vertrauensschutz des Vertragspartners. Okay, Fragen, meine Damen und Herren, hierzu noch? Also zwei wichtige Normen. Merken Sie sich im Grundsatz kein Einwand aus dem innerstaatlichen Recht gegen völkerrechtliche Verpflichtungen aus Verträgen. Ausnahme Artikel 46, wenn eine Verletzung offenkundig ist und wenn sie eine Rechtsvorschrift von grundlegender Bedeutung für die innerstaatliche Rechtsordnung betroffen hat. Kommen wir zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge. Also der Vertrag ist in Kraft, er entfaltet Rechtswirkungen und trotzdem kommt es zum Streit über einen Vertrag, nämlich über die Frage, wie müssen bestimmte Vorschriften aus einem völkerrechtlichen Vertrag im Einzelnen eigentlich ausgelegt werden. Und hier kommen natürlich die Juristen ins Spiel. Wir gucken uns jetzt die Besonderheiten der Auslegung völkerrechtlicher Verträge an. Sehr wichtige Vorschriften, meine Damen und Herren, die wir uns hier angucken. Im Grundsatz ist vieles ähnlich bei völkerrechtlichen Verträgen, wie Sie das aus der Auslegung, aus dem nationalen Recht kennen. Es gibt aber ein paar Besonderheiten und es gibt natürlich eigene Regelungen, auf die ich Sie hinweise. Erster Punkt, wer legt eigentlich völkerrechtliche Verträge aus? Und hier ganz wichtig, im Grundsatz erfolgt die Auslegung durch die Vertragsparteien. Also es geht um souveräne Staaten, die sich hier zusammentun und aus ihrer Souveränität heraus Verträge schließen. Das heißt, sie können eben auch gemeinsam diese Verträge interpretieren. Also es gilt, wenn Sie so wollen, eine subjektive Vertragsauslegung durch die Parteien.
Was nicht geht, ist eine einseitige Auslegung. Also wenn eine Vertragspartei sagt, ich lege den Vertrag auf diese und jene Art aus, so ist das grundsätzlich unverbindlich. Also Sie brauchen Konsens unter den Vertragsparteien. Wichtig, nicht nur die ausdrückliche Auslegung der Vertragsparteien spielt eine Rolle, sondern auch die Praxis der Vertragsparteien. Man spricht auch von sogenannter subsequent praxis, also nachfolgender Praxis, also wie die Vertragsparteien eine bestimmte Norm in der Praxis anwenden. Wenn diese Anwendung unwidersprochen bleibt, dann wird angenommen, dass diese Praxis eben dem Willen der Vertragsparteien entspricht, ja, und keine Partei widerspricht, sondern es in einer bestimmten Art und Weise gehandhabt wird. Dann haben wir subsequent practice. Und diese subsequent practice ist eine authentische Auslegung durch die Vertragsparteien. Also die Auslegung kann nicht nur ausdrücklich erfolgen, sondern eben auch durch praktische Anwendung in der völkerrechtlichen Praxis. Bei internationalen Organisationen haben Sie eine Besonderheit. Sie haben teilweise Auslegungsmonopole für bestimmte Organe. Bei der Europäischen Union haben Sie den EuGH, der nach Artikel 19 EUV die Wahrung des Rechts in der Europäischen Union sichert. Bei der UN-Charta haben Sie nach Artikel 25 der UN-Charta den Sicherheitsrat. Wenn Sie da mal reingucken, meine Damen und Herren, in den Artikel 25 der UN-Charta, die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse des Sicherheitsrates im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durchzuführen. Also für die Vereinten Nationen ist grundsätzlich der Sicherheitsrat derjenige, der ein Auslegungsmonopol besitzt. Das müssen Sie als internationale Organisation nicht so handhaben. Das hat aber gewisse praktische Vorteile, weil man eine Art Schiedsrichter hat für Auslegungsstreitigkeiten. Und insofern, gerade bei komplexeren Systemen wie der Europäischen Union, haben Sie eben klassischerweise ein Auslegungsmonopol für eine bestimmte Instanz. Heißt übrigens nicht, meine Damen und Herren, dass dieses Auslegungsmonopol nicht auch immer mal wieder in Frage gestellt wird. Also die Legitimitätszweifel, die von manchen Mitgliedstaaten, im Moment von Polen beispielsweise, an der Judikatur des EuGH geäußert werden, das ist durchaus auch ein Infragestellen des Auslegungsmonopols des EuGHs. Welche Regeln gelten für die Auslegung? Also wir haben geguckt, wer legt aus? Jetzt ist die Frage, wie wird ausgelegt? Und hier haben Sie in der Wiener Vertragsrechtskonvention festgeschriebene Regeln, Artikel 31 fortfolgende. Das ist der dritte Abschnitt, die Auslegung von Verträgen. Wenn man das alles durchliest, meine Damen und Herren, das können Sie zu Hause mal in Ruhe tun, dann findet man ein breites Tableau an Auslegungsregeln. Vieles davon kennen Sie aus der nationalen Auslegung. Es gibt die objektive und die subjektive Auslegung. Es gibt die Auslegung natürlich nach dem Wortlaut eines Vertrages, nach der Systematik. Bedeutet, man guckt zunächst einmal, wenn man einen bestimmten Absatz einer Norm hat, was steht im Absatz davor, was steht im Absatz danach. Man guckt, welche in die Norm als solche, welche Norm steht davor, welche Norm steht dahinter. Man guckt, in welchem Abschnitt, in welchem Kapitel befindet sich die Regelung. Systematik heißt auch, man guckt, ob der Vertrag als solcher beispielsweise Anhänge oder Protokolle hat, die Gegenstand des Vertrages sind. Das ist beispielsweise bei den EU-Verträgen so, dass auch alle Anhänge und Protokolle Teil des Primärrechts sind. Also alles das heißt systematische Auslegung. Da muss man bei völkerrechtlichen Verträgen oft etwas breiter noch suchen und etwas breiter noch schauen. Und dann natürlich ganz wichtig, die sogenannte teleologische Auslegung, die Auslegung nach dem Sinn und Zweck einer Norm. Also was will die Norm überhaupt?
haben wir uns vorhin übrigens überlegt bei Artikel 27 und 46. Das haben wir teleologisch ausgelegt, also haben uns gefragt, welchen Zweck dienen diese Normen eigentlich? Das ist innerstaatliches Recht nicht als man für Völkerverträge geltend machen kann, in Ausnahmefällen aber schon. Haben wir festgestellt, der Vertrauensschutz des Vertragspartners ist Sinn und Zweck dieser Norm. Und daraus kann man eben bestimmte Dinge für die praktische Anwendung einer Norm ableiten. Das ist diese berühmte teleologische Auslegung, die bei uns in Deutschland beim Bundesverfassungsgericht natürlich eine maßgebliche Rolle spielt, die aber auch im internationalen Recht eine wichtige Rolle spielt. Das vierte ist ein Spezifikum des internationalen Rechts, die schon erwähnte Subsequent Practice, also nachfolgende Praxis. Wie gesagt, die praktische Anwendung einer Norm durch die Vertragsparteien, die von allen Vertragsparteien akzeptiert wird, das ist eine ganz gängige und gültige Auslegung, kennt man so aus dem nationalen Recht weniger, spielt aber im Völkerrecht eine ganz wichtige Rolle. Etwas weniger wichtig, die Entstehungsgeschichte, das wäre nach deutschem Recht die sogenannte historische Auslegung, also die Entstehungsgeschichte einer Norm, spielt mit zunehmender Anwendung der Norm und zunehmendem Zeitablauf eine immer geringere Rolle. Da spielt dann die Subsequent Practice eine größere Rolle. Beispielsweise in der WVK spiegelt sich diese nur ergänzende Rolle der Entstehungsgeschichte auch ein Stück weit wider, meine Damen und Herren. Wenn Sie hineingucken in den Artikel 32 der WVK, dann finden Sie hier die Regelung zu ergänzenden Auslegungsmitteln. Da steht drin, ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikel 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31a die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder b zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Bedeutet, grundsätzlich sind die Auslegungsmethoden nach Artikel 31 heranzuziehen, also Wortlaut, Zusammenhang, Ziel und Zweck, aber wenn aus diesen Methoden keine eindeutige Auslegung herausgelesen werden kann, dann sind ergänzend die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses heranzuziehen, heißt die Entstehungsgeschichte. Bedeutet, die Entstehungsgeschichte ist subsidiär. Also nur wenn andere Auslegungsmethoden nicht zu einer eindeutigen, klaren Auslegung einer Norm führen, dann ist die Entstehungsgeschichte, sind die Vorarbeiten zu einem völkerrechtlichen Vertrag heranzuziehen. Man spricht da auch oft von Travaux préparatoires, etwa zur UN-Charta, da sind die schön dokumentiert, zu anderen völkerrechtlichen Verträgen teilweise auch, nicht immer, aber teilweise. Also die vorbereitenden Arbeiten, die Travaux préparatoires, das ist nur ein subsidiäres Auslegungsmittel. Grundsätzlich erstmal Wortlaut, Systematik, Wille der Parteien und teleologische Auslegung und natürlich auch Subsequent Practice. Was auch noch herangezogen wird, ist das Prinzip Treue und Glauben, im Völkerrecht auch als Estoppel-Prinzip bekannt. Das kommt aus dem Common Law System. Estop heißt sozusagen unterbinden, stoppen. Wir kennen das so ein bisschen aus 242 BGB oder die Idee der Verwirkung, dass ein bestimmtes Recht als solches nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil es gegen bestimmte Grundsätze auch der Rechtsordnung verstoßen würde. Also so etwas kennt das Völkerrecht auch und so etwas, dieses Estoppel-Prinzip aus dem Common Law ist ein allgemeines völkerrechtliches Prinzip, vom IGH auch in seiner Judikatur anerkannt. Und so etwas kann auch als Auslegungsregel ergänzend für völkerrechtliche Verträge herangezogen werden.
Letzter Punkt, wichtiger Punkt. Wir hatten es vor, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen hatten wir im Hörsaal schon drüber gesprochen, die Frage der Mehrsprachigkeit. Völkerrechtliche Verträge sind ganz häufig in mehreren Sprachfassungen abgefasst. Sie sind häufig auch in mehreren Sprachfassungen verbindlich. Für die UN-Charta ist es in Artikel 111 geregelt. Also diese Charta, deren chinesischer, französischer, russischer, englischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Ähnliche Regelungen haben Sie in den EU-Verträgen beispielsweise. Da sind die Amtssprachen der Europäischen Union erwähnt und in diesen Sprachen ist jeweils der jeweilige Text verbindlich. Also Sie haben unterschiedliche Textfassungen. Bei der UN-Charta haben Sie nur eine ausgewählte Zahl an Sprachfassungen. Die deutsche ist übrigens nicht dabei. Also wir arbeiten hier mit einer Übersetzung. Wenn man ins Original guckt, muss man dann in einen der Texte, verbindlichen Texte gucken, um sauber zu arbeiten. Also diese Mehrsprachigkeit ist natürlich für die Auslegung eine enorme Herausforderung und macht die Auslegung auch häufig schwierig. Also wir hatten schon drüber gesprochen, da prallen eben die unterschiedlichen Vorstellungen rechtlicher und kultureller Art nochmal aufeinander. Also wie ein bestimmter Ausdruck innerhalb eines Normkomplexes auszulegen ist, das kann durchaus in verschiedenen Sprachfassungen variieren. So viel, meine Damen und Herren, zur Auslegung von völkerrechtlichen Verträgen. Sie sehen, sie haben Ähnlichkeiten zum nationalen Recht, aber eben auch Unterschiede, die natürlich der besonderen Natur völkerrechtlicher Verträge geschuldet sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zum Geltungsbereich völkerrechtlicher Verträge. Also Frage, wenn völkerrechtliche Verträge in Kraft getreten sind, wie weit erstreckt sich ihr Geltungsbereich? Erster Punkt, räumlicher Geltungsbereich. Grundsatz Artikel 29 der Wiener Vertragsrechtskonvention. Bitte gucken Sie da mal hinein. Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist, bindet ein Vertrag jede Vertragspartei hinsichtlich ihres gesamten Hoheitsgebietes. Also alle Vertragsparteien eines völkerrechtlichen Vertrages, die diesen Vertrag ratifiziert haben, akzeptieren die Bindung des Vertrages für das gesamte Hoheitsgebiet des jeweiligen Vertrages. Bedeutet beispielsweise für den EU-Vertrag, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben diesen EU-Vertrag ratifiziert. Das heißt, der EUV erstreckt sich in räumlicher Hinsicht, sein Geltungsbereich erstreckt sich in räumlicher Hinsicht auf das Territorium aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sollte sich dieses Territorium ändern, meine Damen und Herren, dann gilt grundsätzlich das Prinzip der beweglichen Vertragsgrenzen. Also das heißt, wenn ein Staat größer oder kleiner wird, ein Beispiel der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, also Erweiterung, sozusagen Vergrößerung der Bundesrepublik Deutschland durch die 5 neuen Bundesländer, dann ändert sich an den bestehenden völkerrechtlichen Rechtsbeziehungen des Staates, der sich vergrößert hat, in dem Fall Bundesrepublik Deutschland, erst einmal nichts. Also es gilt das Prinzip der beweglichen Vertragsgrenzen. Wenn sich am Territorium eines Staates etwas ändert. Viel schwieriger, und darüber wollen wir uns jetzt noch unterhalten, meine Damen und Herren, ist die Frage, wie ist es eigentlich mit der Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge? Die Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge ist eines der ganz umstrittenen Themen im Völkerrecht. Ich werde Ihnen gleich ein paar Grundzüge dazu, was man als gesicherten Bestand
vortragen kann, werde ich Ihnen mit an die Hand geben, meine Damen und Herren. Aber es ist vieles im Detail wirklich hoch umstritten. Worum geht es? Wann taucht dieses Problem Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge eigentlich auf? Ich will das hier erstmal an ein paar Beispielen deutlich machen, wo die Problematik entsteht. Und dann will ich Ihnen ein paar Grundsätze an die Hand geben. Also beispielsweise ein Staat geht unter, haben wir vielfach erlebt. Und das Gebiet dieses Staates verteilt sich auf einen oder auf mehrere neue Staaten. Stichwort UdSSR, Zerfall der UdSSR oder Jugoslawien. Ja. Das ist die sogenannte Dismembration, also Auflösung eines Staates. Der Staat als solcher, Vielvölkerstaat beispielsweise, wie bei Jugoslawien, wie bei der UdSSR, zerfällt in mehrere kleine Staaten. Frage Rechtsnachfolge. Wer übernimmt die Verträge Jugoslawiens, die Jugoslawien abgeschlossen hatte, die UdSSR abgeschlossen hatte? Wie sieht es aus? Auch mit der Rechtsnachfolge in den internationalen Organisationen. Wer bekommt den Sitz der UdSSR im Sicherheitsrat? Ja. Das sind alles interessante Fragen. Uns hier interessiert natürlich die Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge vor allem. Wie gesagt, bekommen Sie da gleich noch ein paar Grundregeln an die Hand. Zweite Möglichkeit, neben dieser Auflösung von großen Staaten, der Dismembration, ein Gebiet, was abhängig war, was kolonialisiert war, wird unabhängig. Großer Prozess der Entkolonialisierung, also die klassischen Kolonien in Asien, Lateinamerika und Afrika, haben sich unabhängig von den Kolonialmächten gemacht. Der Prozess der Entkolonialisierung begleitet durch die Vereinten Nationen, auch durch eine wichtige Resolution der Generalversammlung mit begleitet und mit angestoßen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. In dem Zuge sind viele neue unabhängige Staaten entstanden. Und auch da stellte sich die Frage, was passiert eigentlich mit alten Verträgen? Sind die Staaten noch gebunden an Verträge, die noch die Kolonialmächte abgeschlossen haben? Werden wir gleich noch beantworten. Nächstes Beispiel. Ein Teil eines Staates spaltet sich vom ursprünglichen Staatsgebiet ab und es entsteht ein neuer Staat. Sezession. Beispiel Bangladesch ist so ein Fall der Sezession, also Abspaltung und Gründung eines neuen eigenen Staates. Damit zusammenhängend der Fall der Zession, also wenn ein Staat einen Teil seines Gebietes an einen anderen Staat abtritt, die sogenannte Abtretung von Gebieten. Auch da stellt sich die Frage, was passiert mit den Verträgen? Der Beitritt hatten wir schon genannt als Beispiel Deutschland, der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Auch hier haben sich Fragen der Rechtsnachfolge in Verträge der damaligen DDR gestellt. Gelten die weiter? Treten die automatisch außer Kraft? Muss neu verhandelt werden? Alles das sind Fragen der Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge. Und schließlich, wir hatten den Zerfall eines großen Weltreiches wie der UdSSR. Wie ist es eigentlich im Fall der Fusion? Also wenn mehrere Staaten, zwei oder mehrere Staaten sich zusammentun, fusionieren. Beispiel die Vereinigte Arabische Republik als Zusammenschluss von Ägypten und Syrien 1958 bis 1961. Kumulieren sich die Pflichten? Müssen sie neu verhandelt werden? Was gilt hier im Hinblick auf völkerrechtliche Verträge? So viel zu den Beispielen, meine Damen und Herren. Sie sehen, die sind bunt und vielfältig. Genauso bunt und vielfältig ist die Literatur zu diesen Beispielen. Ein paar Grundsätze kann man hier festmachen. Zunächst, bevor ich Ihnen die Grundsätze präsentiere, es gibt
zwei extremen Positionen, zwei extremen Möglichkeiten für die Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge. Entweder man geht von der sogenannten Universalsukzession, also der Gesamtrechtsnachfolge aus, dass man sagt, grundsätzlich tritt ein Staat in sämtliche völkerrechtlichen Verträge ein oder behält sämtliche völkerrechtlichen Rechte und Pflichten aus Verträgen. Das wäre die Universalsukzession oder Gesamtrechtsnachfolge. Das andere Extrem wäre die sogenannte Tabula Rasa-Regel oder Clean Slate Doctrine auch genannt, nämlich die Tatsache, wenn ein Staat neu entsteht, gilt erstmal nichts an alten völkerrechtlichen Verträgen für ihn, ja, sondern er fängt neu an. Beide Prinzipien existieren als Prinzipien. Es gibt, und das ist interessant, es gibt eine Kodifikation zur Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge, nämlich die Wiener Konvention über die Staatennachfolge, 1978 abgeschlossen, 1996 in Kraft getreten. Und diese Wiener Konvention über die Staatennachfolge regelt in Artikel 34 bei Staatenuntergang den Grundsatz der Universalsukzession, also der Gesamtrechtsnachfolge. Also man tritt insgesamt in alle Rechte und Pflichten ein. Das ist interessant. Gleichwohl muss man sagen, diese Wiener Konvention zur Staatennachfolge hat einen begrenzten Wirkungs- und Anwendungsbereich. Warum? Nur wenige Staaten sind überhaupt Mitglied in dieser Wiener Konvention. Also weniger als 40 Staaten haben sie überhaupt nur unterzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise auch nicht. Warum? Es gibt in dieser Wiener Konvention zur Staatennachfolge einige Regelungen, die nicht Völkergewohnheitsrecht entsprechen. Und dazu zählt auch der Grundsatz der Universalsukzession. Es gibt eine gewisse Tendenz eher zu einer Clean Slate Rule, Tabula Rasa, die beispielsweise im Prozess der Entkolonialisierung unangefochten stattgefunden hat. Also wir werden es gleich noch sehen. Für die Staaten, die Kolonialmächte, die Kolonialherrschaft erfolgreich abgeschüttelt haben und sich neu gegründet haben, ist man ganz klar in der Praxis von der Clean Slate Doctrine ausgegangen. Also völlig unbestritten im Prozess der Entkolonialisierung. Man hat gesagt, die neuen Staaten dürfen hier nicht durch die noch von den Kolonialmächten in Abhängigkeit ausgehandelten Verträge in irgendeiner Form beeinträchtigt und gebunden sein. Ihr Selbstbestimmungsrecht darf hier nicht zurückgeschnitten werden durch die alten Bande sozusagen. Insofern hat man ganz klar im Prozess der Entkolonialisierung auf Tabula Rasa, Clean Slate gesetzt und hat gesagt, hier ist ein klarer Cut. Die neuen Staaten sind hier nicht an alte Verträge gebunden. Also insofern ist die Staatenpraxis, kann man sagen, uneinheitlich. Es gibt diese Staatennachfolge mit der Regelung der Universalsukzession. Allerdings ist diese Universalsukzession nicht der Grundsatz, der allgemein für alle Situationen anerkannt ist im Völkerrecht. Also die Clean Slate Rule, Tabula Rasa auf der einen Seite und Universalsukzession auf der anderen Seite sind die beiden Extrempositionen. Die völkerrechtliche Praxis bewegt sich sozusagen irgendwo in der Mitte. Ja. Das macht es teilweise schwierig, die Rechtsnachfolge in völkerrechtliche Verträge klar zu bestimmen. Was ich Ihnen im Folgenden sage, meine Damen und Herren, sind sozusagen die Grundregeln. Das, was ich jetzt vortrage, ist das, wo man sagen kann, das ist völkergewohnheitsrechtlich anerkannt. Darüber hinaus ist so ziemlich alles umstritten. Erster Punkt, den die Staaten übereinstimmend feststellen,
Sogenannte radizierte Verträge gelten grundsätzlich fort. Was sind radizierte Verträge? Radizierte Verträge sind Verträge, die sich auf das Territorium eines Staates beziehen. Also beispielsweise Regelungen, etwa wenn Sie einen Fluss haben, der zwischen zwei Staaten fließt, und es gibt einen Vertrag zwischen Staat A und dem Nachbarstaat über die Gewässernutzung dieses Staates, dieses Flusses. Dann ist die Tatsache, dass in einem der Vertragsstaaten hier Veränderungen am Territorium und so weiter vorgenommen werden, erstmal für diesen Vertrag über diese Nutzung unwesentlich. Also bestimmte territorial gebundene Dinge bleiben sozusagen konstant. Also radizierte Verträge, Verträge mit einem Bezug zum Territorium eines Staates gelten grundsätzlich fort. Zweiter Grundsatz, ich hatte ihn schon erwähnt, für die ehemaligen Kolonien gilt, mit Ausnahme der radizierten Verträge, Tabula rasa, also Clean Slate Doctrine. Die ehemaligen Kolonien, da war man sich völlig einig, im Prozess der Entkolonialisierung sollen neu anfangen und in Erfüllung ihres Selbstbestimmungsrechts der Völker ihre außenpolitischen Beziehungen neu regeln dürfen, auch ihre Verträge neu regeln dürfen. Insofern Tabula rasa, clean slate. Was gilt für internationale Organisationen, die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen? Auch hier geht es ja um den Beitritt zu einem völkerrechtlichen Vertrag, nämlich dem Vertrag zur Gründung dieser Organisation. Im Grundsatz sagt man, die Mitgliedschaft als solche muss neu beantragt werden. Also es gibt keine automatische Sukzession, sondern grundsätzlich muss die Mitgliedschaft neu beantragt werden und die anderen Mitglieder der internationalen Organisation können sich dann überlegen, ob sie das neue Mitglied aufnehmen wollen oder ob sie hier neu verhandeln wollen. Also das ist die Praxis für internationale Organisationen. Im Grundsatz bemüht sich das Völkerrecht sozusagen um eine Fortgeltung bestehenden Rechts. Also das Völkerrecht ist immer auch um Konstanz und Stabilität bemüht. Das heißt, also das Anliegen, dass, wenn Verträge überhaupt vorhanden sind, die ja auch konsensstiftend sind, friedensstiftend sind, man hat eine Einigung, eine Regelung erzielt, dass diese möglichst erhalten bleiben. Aber bei hochpolitischen Verträgen sagt man, diese hochpolitischen Verträge, die gelten ebenfalls nicht fort, wenn eine Rechtsnachfolge in völkerrechtlichen Verträgen stattfindet. Also Verträge, die hochpolitischen Charakter haben, die sich auch auf die Gestaltung der innerstaatlichen Rechtsordnung eines Staates auswirken. Diese Verträge sollen nicht grundsätzlich nicht fortwirken. Man kann sie natürlich sozusagen fortwirken lassen, wenn sich die Vertragsparteien einig sind. Das ist unproblematisch immer, aber im Grundsatz gelten solche Verträge nicht automatisch fort. Was gilt sonst? Ansonsten gilt eigentlich nur die Pflicht, dass man ernsthaft verhandeln muss, ob ein Vertrag weiter Anwendung findet. Also wie gesagt, das Völkerrecht ist an Konstanz interessiert, an Stabilität, an Friedenssicherung. Insofern muss zumindest darüber diskutiert werden, ob ein völkerrechtlicher Vertrag weiter Geltung besitzen soll. Wenn die Vertragsparteien sich einig sind, dass das die neuen Vertragsparteien, dass das nicht der Fall sein soll, dann ist das natürlich auch in Ordnung vor dem Hintergrund der Souveränität der Staaten. Aber es muss zumindest ernsthaft über die Fortgeltung eines völkerrechtlichen Vertrages verhandelt werden. So viel, meine Damen und Herren, ein paar Grundsätze. Wie gesagt, im Detail vieles hoch umstritten, aber das sind so die Grundsätze, die man aus der Praxis als anerkannt ableiten kann. Kommen wir noch zu etwas einfacheren Fragen, nämlich zur Frage, wie sieht es eigentlich aus mit
der Geltung von völkerrechtlichen Verträgen für dritte Parteien? Also wie sieht es aus mit der Geltung eines Vertrages für Außenstehende? Und hier muss man sagen, es gilt auch das aus der Souveränität der Staaten abgeleitet, der Grundsatz nach Artikel 34, Pacta tertiis, nec nocet, nec prosunt, also ein Vertrag begründet für einen Drittstaat, ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte. Also der Drittstaat, der einem Vertrag zustimmt, ist dabei, aber jeder Drittstaat ist im Besitz voller völkerrechtlicher Souveränität. Das heißt, Vertragsparteien können grundsätzlich nicht Rechte und Pflichten für jemanden begründen, der außerhalb des völkerrechtlichen Vertrages steht. Also außerhalb des Rechtskreises dieses Vertrages entfaltet der Vertrag grundsätzlich keine Wirkung. Also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union können beispielsweise grundsätzlich keine Mitwirkungen für Drittstaaten aus dem Unionsrecht erzeugen. Das gilt im Grundsatz auch bei Begünstigungen. Artikel 36 der WVK regelt das, Verträge zugunsten von Drittstaaten. Warum, meine Damen und Herren, warum sagt man grundsätzlich überhaupt keine Wirkung für Dritte? Nun, der Grundsatz der Souveränität ist eben das, was aus dem klassischen Völkerrecht weiter strahlt, auch als Fundamentalpfeiler in die heutige Völkerrechtsordnung. Und es ist teilweise eben auch sehr schwierig zu beurteilen, was ist eine Belastung und was ist eine Begünstigung. Also Begünstigungen sind ja auch subjektiv. Also was die Vertragsparteien vielleicht als Begünstigung eines Staates empfinden, kann dieser Staat gegebenenfalls als Belastung empfinden. Insofern gilt grundsätzlich auch bei Begünstigungen, dass die Geltung eines völkerrechtlichen Vertrages für dritte Parteien ausgeschlossen ist. Das ist der Grundsatz. Von Grundsätzen gibt es natürlich immer auch Ausnahmen. Zwei besonders prominente Ausnahmen aus dem Völkerrecht möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Erste Ausnahme, die Verträge mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Die Juristinnen und Juristen unter Ihnen kennen das aus dem nationalen Recht. Es gibt Verträge mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Also teilweise kann der Dritte einen Anspruch daraus herleiten, teilweise auch keinen eigenen Anspruch, aber Verträge entfalten teilweise positive Wirkungen für Dritte. Und solche Verträge haben sie auch im Völkerrecht. Sie haben beispielsweise den Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta, das internationale Gewaltverbot, ist eine Regelung in der UN-Charta, die für alle Staaten gilt. Also auch Nicht-Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen profitieren vom Gewaltverbot, also von den günstigen Schutzwirkungen des internationalen Gewaltverbotes. Weiteres Beispiel, die Menschenrechtspakte, also der internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte und der internationale Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die beiden UN-Menschenrechtspakte. Diese beiden Pakte begünstigen Individuen. Also das sind Pakte, die von Staaten abgeschlossen werden, deren positive Wirkungen aber sich beim Individuum entfalten. Also auch die Menschenrechtspakte sind Verträge mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter. Und das ist nach allgemeiner Ansicht zulässig. Was gibt es noch? Es gibt die sogenannten Meistbegünstigungsklauseln, beispielsweise im GATT, im WTO-Recht. Im GATT ist das General Agreement on Tariffs and Trade, also im Welthandelsrecht. Diese Meistbegünstigungsklauseln spielen eine wichtige Rolle im WTO-Recht. Wieso? Sie bedeuten einfach nur
Sie bewirken eine gewisse Öffnung von Märkten, indem sie regeln, dass eine Begünstigung, die einem Wettbewerbsteilnehmer erteilt wird, auch für die anderen Wettbewerbsteilnehmer gelten muss. Also das soll eine gewisse Abschottung von Märkten verhindern, eine Öffnung der Märkte und ein Florieren des Welthandels begünstigen. Diese Meistbegünstigungsklauseln finden Sie im GATT, finden Sie im WTO-Recht. Auch das sind Klauseln, die Schutzwirkungen für Dritte hervorrufen. Also der Dritte kann sich dann auf eine Begünstigung so berufen, als ob sie ihm erteilt worden wäre, obwohl er eben nicht Vertragspartner ist. Also das sind Beispiele, wie sich völkerrechtliche Verträge auch für Dritte positiv auswirken können. So viel zur Auswirkung von völkerrechtlichen Verträgen für dritte Parteien. Kommen wir noch, meine Damen und Herren, zum Abschluss heute zur Änderung des Inhalts von Verträgen. Wir sind heute sehr technisch, aber so ist das eben bei den völkerrechtlichen Verträgen. Wie kann man völkerrechtliche Verträge ändern? Nun, grundsätzlich können das natürlich die Parteien immer. Die sind souverän, die können den Vertrag ändern, wenn sie das wollen. Zwei Mechanismen sind hierbei ausdrücklich immer möglich. Also entweder man ändert einzelne Artikel, sogenanntes Amendment, oder man revidiert den ganzen Vertrag. Dazu haben Sie Regelungen etwa im 108 folgende der UN-Charta. 108 folgende betrifft die Revision der UN-Charta. Gucken Sie da mal rein, meine Damen und Herren, in den 108, damit Sie ein Beispiel vor Augen haben. 108 Änderungen der UN-Charta, also das ist der Artikel, der sich mit der Änderung einzelner Bestimmungen befasst, also das wäre der Amendment-Artikel der 108, und der Artikel 109 ermöglicht die Gesamtrevision der Charta, also zur Revision dieser Charta kann eine allgemeine Konferenz der Mitglieder der Vereinten Nationen zusammentreten. Zeitpunkt und Ort werden durch Beschluss festgelegt. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen hat auf der Konferenz eine Stimme. Also One State, One Vote gilt für die Revision des ganzen Vertrages. Ganz klar aus dem Souveränitätsprinzip. Jeder Staat hat bei einer Gesamtänderung des Vertrages eine Stimme. Anders, wenn nur einzelne Vertragsbestimmungen geändert werden, so ist es häufig in den Verträgen geregelt. Also für eine Gesamtrevision eines völkerrechtlichen Vertragswerkes brauchen Sie eigentlich immer die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Ist beispielsweise bei den EU-Verträgen auch so. Also Sie wissen, für die fundamentalen Änderungen, Maastricht-Vertrag, Lissabon-Vertrag, brauchte man immer die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Deswegen sind diese Änderungsprozesse auch oft politisch sehr, sehr aufwendig. Für die Änderung einzelner Textteile wird manchmal, nicht immer, ein einfacheres Verfahren vorgesehen. Bei der UN-Charta ist das in Artikel 108 so. Änderungen dieser Charta treten für alle Mitglieder der Vereinten Nationen in Kraft, wenn sie mit 2/3 Mehrheit der Mitglieder der Generalversammlung angenommen und von 2/3 der Mitglieder der Vereinten Nationen einschließlich, wichtig, aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates nach Maßgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert worden sind. Also Sie brauchen eine 2/3 Mehrheit in der Generalversammlung und 2/3 der Mitglieder der Vereinten Nationen müssen zustimmen. Wichtig hier, alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates. Also das ist eine Regelung, die Sie ganz häufig in der Charta haben. Diese Sperrminorität für die ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Also hier haben sich die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges wirklich den Zugriff auf die UN-Charta gesichert. Eine Reform wird immer wieder angestrebt und auch gefordert, aber bestehende Besitzstände sind natürlich schwierig zu erschüttern und in Frage zu stellen. Also
Im Moment ist nicht die Rede von einer neuen Reformversuchen bei den Vereinten Nationen. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob es dazu kommen wird. Aber hier sehen Sie eben auch diese Sicherung der Zustimmung. Alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates müssen auf jeden Fall jeder Änderung der Charta zustimmen. Bisher gab es noch keine Änderung der Charta und auch keine Gesamtrevision nach Artikel 100. Was es teilweise gibt, sind sogenannte Contracting-Out-Klauseln. Das ist sowas wie die Vorbehalte, also es ist eine spezifische Form eben der Vorbehalte, haben Sie im WTO-Recht beispielsweise, dass man zu einzelnen Punkten einen Vorbehalt formuliert, um eben den ganzen Vertrag trotzdem unterzeichnen zu können. Was gilt noch? Sie haben in der Regel, wenn der Inhalt von Verträgen geändert wird, bestimmte Formerfordernisse. Der Artikel 108, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist ein Beispiel dafür, dass man sagt, Zustimmung von 2/3 in der Generalversammlung und Zustimmung von 2/3 der Mitglieder der Vereinten Nationen insgesamt, einschließlich aller ständigen Sicherheitsratsmitglieder. Das sind bestimmte Formerfordernisse, die grundsätzlich in der Regel vorgesehen werden für Vertragsänderungen. Die Staaten versuchen natürlich, Vertragsänderungen in bestimmte formale Prozesse zu gießen, damit nachvollziehbar ist, welche Änderungen überhaupt vorgenommen werden und nach welchem Verfahren eine Änderung des ursprünglichen Vertragsbestandes überhaupt möglich ist. Meine Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir am Ende der Zeit sind. Wir werden in der nächsten Sitzung noch den völkerrechtlichen Vertrag fertig besprechen und uns dann noch mit dem Völkergewohnheitsrecht und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen beschäftigen. Einen kleinen Hinweis noch, meine Damen und Herren, das habe ich am Anfang der Sitzung vergessen. Es gibt ein Tutorium zur Vorlesung Völkerrecht 1. Einige von Ihnen waren, wie ich gehört habe, schon dabei. Das Tutorium richtet sich insbesondere an Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen. Aber wer von den Juristen Lust hat, mitzumachen, ist natürlich auch herzlich willkommen. Da können Sie nochmal mit meiner Mitarbeiterin Frau Fugel den Stoff aus der Vorlesung wiederholen. Frau Fugel hat das auch didaktisch ganz toll aufbereitet. Also ich lege Ihnen das wärmstens ans Herz. Findet online statt. Die Details finden Sie beim Moodle dazu. Also wie gesagt, wer es noch nicht mitbekommen hat, Sie sind herzlich eingeladen dazu. Ich habe ein bisschen zusätzliche Gelder auftreiben können, um so ein Tutorium anbieten zu können, und freue mich sehr, dass ich eine sehr engagierte Mitarbeiterin dafür gefunden habe. Wo Sie auch Ihre Fragen nochmal, die Sie mir natürlich auch stellen können, aber auch nochmal loswerden können und auch nochmal Raum zum Diskutieren ist. Also das Tutorium kann ich Ihnen nur empfehlen. Ja, ansonsten bedanke ich mich für heute, meine Damen und Herren. Meine Stimme hat es zum Glück auch mitgemacht. Und nächste Woche dann hoffentlich wieder live im Hörsaal. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Alles Gute Ihnen. Und bis nächste Woche. Tschüss.